Wir sind schon so lange in Afghanistan, aber das richtige Afghanistan haben wir noch gar nicht gesehen, weil wir Opfer unserer eingeschränkten Wahrnehmung sind. Und unsere Medien verstärken das. Mit Afghanen zusammen zu sein, gibt mir Kraft und Zuversicht. Das vermutet man oft gar nicht. Ich denke nicht nur an die Gastfreundschaft, die Großzügigkeit, den Humor, der sicher ein Ventil ist für die Kriegsfolgen. Natürlich habe ich Fragen. Zum Beispiel, können wir etwas lernen von den Afghanen? Die Älteren leben jetzt seit 30, 40 Jahren im Ausnahmezustand und die meistern das. Ein afghanischer Freund hat mir neulich gesagt, wir haben so viel Schlimmes erlebt die ganzen letzten Jahre, da macht uns das Coronavirus jetzt keine Angst. Das geht vorüber. Werden Frauen irgendwann gleichberechtigt sein? Kommt Frieden jetzt? Und um welchen Preis? Oder scheitert alles? Ich hatte Glück, dass ich von Anfang an viel reisen konnte. Manchmal hatten Kinder noch nie einen Ausländer gesehen, so kam es mir vor. Ich konnte immer wieder rausfliegen, auftanken und habe jedes Mal gemerkt, wie gut ich es habe. Mein Traum wäre, wenn jeder Junge, jedes Mädchen studieren kann, von klein auf bis zum Ende und keiner mehr das Land verlassen muss. Zurzeit wollen viele nach Europa. Aber wenn sie hier sind, vermissen sie ihren Alltag. Den möchte ich zeigen, denn ohne den kann man die Menschen hier nicht verstehen.